Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute ein kleines Experiment mit euch vor, beziehungsweise möchte ich mit euch die Shellac, verschiedene Shellac Farben ansetzen. Schaut mal, ich habe hier so ein Blätterschellack, ganz hell. Dann habe ich hier Blätterschellack, ja, noch ein bisschen dunkler. Das erste war sogar farblos nachher. Dann habe ich hier Shellac Lemon. Dann habe ich hier Shellac Orange. Und dann habe ich Shellac in Rubin. Und wie ihr hier merkt, habe ich hier auch wunderschöne kleine Gläser und werde jetzt zu jedem Shellack genau, exakt genauso viel Plätzchen hier reintun. Ich habe mir mal alles hier vorbereitet und möchte euch einfach mal einmal zeigen, wie man das aufsetzt. Hier habe ich das Alkohol, das ist ja ein ganz normales Bioethanol. Eignet sich auch für Kaminofen, 96,6% Alkohol drin. So, also nicht trinken. Dann habe ich hier nochmal, das sind ganz normale Gläschen, die ich vorbereitet habe von einem, na, von der Marmelade. Und dann habe ich hier so schöne kleine Aufkleber. Da werde ich mir nachher auf den Deckel draufschreiben, was da genau ist. So, wir fangen jetzt einfach hier an. Ich werde mir das hier oben vorsichtig abschneiden und werde diesen hellen Shellack, ihr könnt ja vielleicht von oben jetzt schauen, wir machen das jetzt ein bisschen zur Seite und schaut mal, ich nehme jetzt hier exakt zwei große Löffel. Ah, vielleicht drei. Das waren so drei Löffel. Das wäre der helle Shellack. Dann haben wir hier den noch ein bisschen dunkleres. Ich muss vorsichtig machen, weil ich habe extra so kleinere Gläser genommen. Dann kann ich das hier nachher schön wieder verpacken. Und auch wieder drei Löffel. Einmal, zweimal und dreimal. Das wird der hier. Dann kommt der Lemon Shellac. Da schaut mal, da sieht man schon, da sind die Plätzchen viel, viel größer. Ja, sieht man. Ich werde die ein bisschen kleiner machen. Dann sind sie vielleicht, lösen sich vielleicht schneller auf. Also auch drei Löffel. Einmal, zweimal. So, dreimal. Die nehmen wir auch noch mit. So, das wären der da. Dann, so, da sind jetzt noch ein paar kleine. Dann haben wir das Orange. Bin ich ja echt gespannt, wenn ich euch nachher zeige, wie die aussehen, wenn sie aufgebrochen sind und wenn sie als Lasur, wenn sie als Lasur benutzt werden, dann bin ich ja total gespannt, wie die Farben rauskommen. Also nochmal, das hat schon ganz andere, also die sind ganz anderes als die sind ja wesentlich kleiner, ne? Und so, da merkt man schon einfach auch, dass sie sich wirklich unterscheiden. Und einmal habe ich hier noch, da bin ich total gespannt, weil das benutze ich tatsächlich auch zum ersten Mal. Das Rubin-Shellack. Bin ich wirklich gespannt, wie das dann aussieht, wenn es nachher auf dem Bild drauf ist. So,
Der ist ja wesentlich dunkler. Auch 3 Löffel. Einmal, zweimal. Ich denke beim 3 Löffel Shellac auf die doch nicht durchaus große Menge oder nicht zu große Menge von dem Alkohol. Da wird der Shellac wirklich richtig kräftig in Farbe sein. So, dann kommt jetzt zu jedem von meinen Glas kommt Alkohol rein. Und zwar fast voll. Zwei. Dann haben wir jetzt Shellac für die nächsten 3 Jahre, ich sag's euch. Aber man merkt jetzt schon, dass die Farbe sehr unterschiedlich ist. So, und dann sollte man auf jeden Fall den Shellac ein bisschen umrühren. Ich achte darauf, dass diese Plätzchen nicht auf dem Löffel kleben lassen. So. Also wisst ihr was? Ich glaube, ich werde jetzt richtig mutig und mache nochmal jeweils einen Löffel rein. Also insgesamt 4 Löffel pro Glas. So. Der ist hier, der hat so große, richtig große. So, der ist ja kleiner und der ist auch ganz klein. Alles klar, und den rühren wir jetzt noch ein bisschen um. Jetzt muss das zugemacht werden. Ich habe mir überlegt, warum man das nicht in normalen Gläsern macht, aber ich glaube, ich weiß es, weil das Alkohol würde dann relativ schnell verdünsten und der Shellac löst sich ja, die Plätzchen vom Shellac lösen sich ja im Alkohol auf. Also muss man tatsächlich das im Alkohol machen und dann auch zumachen. So. Und jetzt müssen wir, jetzt werde ich das mal hier schön beschriften. Und dann lassen wir das jetzt mal mindestens 2 Tage nochmal so im, in den Öl, Entschuldigung, in den Alkohol stehen. Und ich werde jetzt immer wieder, ich komme auf jeden Fall nochmal morgen ins Atelier und werde immer wieder so, schaut mal, so einfach ein bisschen umrühren das Ganze, damit diese Plätzchen sich besser verteilen und besser auflösen können. Der hat schon so eine Farbe jetzt schon so ein bisschen wie Sepia. Also ich bin total gespannt, wie das aussehen wird. So viel zum Shellac aufsetzen. Das Experiment geht weiter. Ich werde morgen euch zeigen, wie weit die Shellac-Plätzchen sind. Vielleicht sind die dann auch schon aufgelöst und vielleicht können wir dann auch schon mal ein Experiment machen mit Pinsel und schauen, wie die Farbe von dem jeweiligen Shellac aussieht. Und vielleicht können wir dann auch schon kombinieren mit einer anderen Kreidefarbe zum Beispiel. So, so viel zum Shellac. Ich freue mich und bin total gespannt, wie mein Experiment aussehen wird. Bis zum nächsten Mal.